Ein Johnny Storm, der von seinen Fantastic Four getrennt wurde. Ein Fantastic Car in der Leere und der weiße Spider-Man-Anzug in Spider-Man Freshman Years und auf Kevin Feigys Cap. Warum all diese kleinen Details wichtiger sein könnten, als ihr denkt, das erfahrt ihr in diesem Video. Hi, ich bin Nadia, das ist Nerdseeker und ich habe dieses Intro jetzt schon zum dritten Mal versucht aufzunehmen. Was ich sagen wollte ist, willkommen auf diesem Kanal, wo ihr mit Videos zu Filmen und Serien großer Franchises versorgt werdet. Ich habe davor zweimal besorgt gesagt. Manchmal gibt's hier und da auch dumme Witze, also wenn ihr Dad-Jokes aushalten könnt, dann vergesst nicht zu abonnieren. Let's fucking go in die wohl wichtigste Organisation seit langem, die sogar noch eine Verbindung zwischen Deadpool und Wolverine und den kommenden beiden Avengers-Filmen bilden kann. In diesem Video werden wir erst einmal schauen, wer sind die Future Foundation überhaupt? Wer ist ihr Gründer und was wollen sie? Und dann gibt es eine kleine Rundreise durch ihre wichtigsten Comics, bevor wir es, wie ihr gewohnt seid, auf unser MCU übertragen. Also meine lieben Nerds, Lieblingssocke rausholen, denn jetzt wird es episch. I am soaking wet right now. Ihr Ziel? Die größten Probleme des Universums zu lösen und die Zukunft der Menschheit zu sichern. Und ihr Leader? Mrs. Spaghetti. Danke, Wanda. Wie brillante Köpfe vereinen? Das nicht schon mal bei den Illuminati? Die hat Steven gegründet. Oh, stimmt. Und die haben andere Ziele gehabt. Genau, Inkursionen aufhalten steht auf der Tagesordnung. In allen Universen mit der Hilfe des Rates der Reeds. Und wer ist noch in dem Team? Das erkläre ich euch jetzt. Ursprünglich bestand die Future Foundation vor allem aus den Mitgliedern der Fantastic Four. Ben Grimm alias The Thing, Sue Storm alias Invisible Woman, Johnny Storm, der Human Torch und Reed Richards, aka Mr. Fantastic. Da Johnny sich aber opferte, um die Erde vor einer Invasion aus der Negativzone zu bewahren, was genau da passierte, das gucken wir uns später an, kam unser Liebling. Nein, nicht du. Der hier. Weitere Köpfe dieser Truppe waren Alex Power, der Androiden Dragon Man, die vier weiterentwickelten Moloiden Tong, Turk, Meek und Kor, sowie Bentley 23, ein Klon von The Wizard. Archimedics und Leech kommen später als Rekruten hinzu. Alles Charaktere, die für Nicht-Comic-Leser erst einmal nicht ganz so relevant sind. Die Future Foundation hatte alles in einem wohl die wahnsinnigsten Ziele. Sie wollten die Heilung von Krankheiten heranführen, ganze Welten retten, Zeitstrahlen wiederherstellen, die die TVA nicht retten wollte, jede Menge Zeug, welches man solchen Idealisten natürlich zutrauen würde. Aber ihr größter Meilenstein, bei dem sie wohl den 100% Run in ihrem Game geschafft haben, war wohl die Wiederherstellung der Erde nach den Ereignissen rund um Battleworld. Merkt euch also, diese Foundation, sowohl die Fantastic Four als auch Spidey, sind wichtig für unser MCU-Soft-Reboot nach Secret Wars. Bevor wir zu den Comic-Ereignissen schwingen, hier ein kleiner Shoutout an zwei meiner wichtigsten Partner, wenn es um dieses Wissen geht. Walt's Comic Shop, der Comic-Händler meines Vertrauens für alle englischsprachigen Comics hier in Berlin. Ihr habt die Comics schneller als die Future Foundation oder die TVA schauen kann. Teilweise sind die Singles nämlich bereits in derselben Woche wie zum US-Release bei euch. Mit diesem Code spart ihr dann auch noch die Versandkostenpauschale auf eure erste Bestellung ab 30 Euro. Aber auch ihr deutschsprachigen Fans könnt euch mit Comics eindecken. Bei Panini Comics. Die Comics, die übersetzt werden, sind ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr hinter dem US-Release. Dafür bekommt ihr aber gleich Sammelbände von 5 Stück. Nutzt den Link in meiner Beschreibung, um mich ohne weitere Kosten mit einer Affiliate-Provision zu unterstützen. Das heißt, ihr zahlt nicht mehr, ich bekomme ein paar Cent ab. Falls ihr Hilfe braucht, dann kommt auf den Discord, wo wir euch versuchen, die richtigen Comics zu empfehlen. Und nun, jetzt kommen wir zu dem Tag, an dem Johnny Storm sich opferte. Seine Gage war schließlich eh zu teuer. 2010 war der Marker, der die Future Foundation ins Leben rief. Genauer gesagt Fantastic Four Ausgabe Nummer 579 von einem der Großmeister Jonathan Hickman. Der ist beispielsweise beteiligt an der aktuellen Gods-Reihe und einiger der aktuellen X-Men und Fantastic Four Runs. Was aber am wichtigsten ist: Secret Wars. Ihr habt richtig gehört, dieses Event wird auch hier eine Rolle spielen, weswegen die Future Foundation so wichtig ist. Kommen wir also erstmal zur wichtigsten beginnenden Ausgabe des Teams. Womit begann es also? Reed war nicht mehr so von den Menschen und anderen Wesen überzeugt, Wissenschaft für Dinge zu nutzen, die nur zu weiteren Problemen führen oder nur zum Profit dienen. Nein, nein,
Danke. Also wurde das Gremium der Singularitätskonferenz kurzerhand verlassen und sowas wie eine Gruppe freier Wissenschaftler gegründet, mit dem Ziel, eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit zu schaffen. Da würden so einige natürlich jetzt sagen, das ist doch subjektiv und irgendwie fast das Gleiche. Nun, in diesem Fall geht es vor allem darum, keine neuen Inkursionen und Zerstörungen von diversen Erden zu verursachen. Es bleibt aber nicht lang utopisch. In dieser emotionalen Ausgabe opfert sich Johnny Storm, um die Erde vor einer Invasion aus der Negativzone zu schützen. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke im Team und führt dazu, dass Spider-Man als neues Mitglied rekrutiert wird. Aufgrund von Johnnys letztem Wunsch. Natürlich gehen alle in dieser Gruppe mit der Trauer anders um. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, als sich Spidey tatsächlich rekrutieren und ein Zeichen setzen, sie würden weiterkämpfen. Zu dem Team gesellte sich übrigens auch Nathaniel Richards Senior, der Vater von Reed. Viel interessanter ist allerdings die Sache, dass Nathaniel und seine Frau jemanden eingeladen haben, den Ben Grimm so ungerne in der Truppe sieht, und dass er diesen gleich angreift. Dr. Doom. Schlimmeres konnte zwar durch Reed und Sue verhindert werden, aber es bleibt natürlich ein kleiner Konflikt im Team. Neben dem Rat der Kangs, den wir nun wohl aussetzen, gibt es aber auch einen Rat der Reeds. Einen ersten Hinweis auf diesen gab es durch die Tür, durch die Reed in Multiverse of Madness auftauchte. Aber Varianten sorgen auch dafür, dass man sich nicht immer nur mit Helden, sondern auch mal mit Schurken zusammentut. Diverse Gruppen wie AIM und Wizard zählen beispielsweise dazu. Aber den spannendsten Namen, über den wir in dieser Comic-Story stolpern können, den haben wir schon gehört. Doom. Doom und Reed arbeiten zusammen in einem Kampf gegen den High Evolutionary in seiner Forever City. Ob er deswegen am Leben gehalten werden könnte? Nun, vielleicht wäre es ein Aspekt, einen Teil der noch vorhandenen Schurken auch hier für Doomsday einzubauen. Wer weiß, wenn wir wohl auch leider unsere Erwartungen ein wenig herunterfahren müssen. Wir wissen schließlich noch nichts über diese Inkarnation von Doom oder Reed. Rumspinnereien zur Umsetzbarkeit im MCU gibt es dennoch am Ende des Videos. Reed nutzt zwischendurch auch Iron Mans Rüstung und Sues Kraft, um ein Kraftfeld um Manhattan zu errichten. Gleichzeitig öffnete der Kult der negativen Zone das Portal zur negativen Zone, nachdem es Spider-Man nicht gelungen war, sie aufzuhalten. Und das Portal enthüllte einen lebenden Johnny Storm mit einem versklavten Annihilus. Mitten in einem Kampf zwischen Mad Celestials und Inhumans, die hier übrigens noch einmal ein zusätzliches Ende finden könnten, wo wir gerade dabei sind, ein Ende für Inkarnationen aus anderen Universen zu finden. Nun genug zu der Vorgeschichte der Gruppe. Wir haben noch zwei Comicreihen, die für folgende der Theorien rund um Marvel besonders spannend sein könnten. Der wird aktuell als der Run für den dritten Doctor Strange Teil gehandelt. Dazu haben wir auch schon eine Theorie gemacht. Wo der Krieg zwischen den Black Swans, Black Priests und den Molecule Man durch Doom ins Rollen kommt. Zu dem Strange Part existiert auf jeden Fall, wie gesagt, noch ein altes Video von mir, das eigentlich immer noch gültig ist. Reed und die Future Foundation begannen, an Schiffen zu arbeiten, die in der Lage waren, die bevorstehende Zerstörung des Multiversums zu überleben. Als die endgültige Inkursion zwischen Erde 616 und Erde 1610 stattfand, sammelte Mr. Fantastic alle möglichen Leute in diesen Schiffen ein, in seiner fast unmöglichen Mission, alle in dieser Inkursion retten zu wollen. Als sich das Schiff dem zentralen Punkt der Inkursion näherte, erlitt es einen Hüllenbruch, der zum Tod von Reeds Familie und den Mitgliedern der Future Foundation führte. Vermeintlich, denn sie landeten auf Battleworld. Während des Secret Wars Events spielt die Future Foundation eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung des Multiversums. Reed Richards und seine Familie arbeiten zusammen mit anderen Helden, um die Zerstörung des Multiversums rückgängig zu machen und um eine neue Realität zu schaffen. Am Ende des Events wird das Multiversum neu geordnet und die Future Foundation hat maßgeblich dazu beigetragen, und genau dies ist der Grund dafür, weswegen diese so wichtig in der Multiverse-Saga ist. Haben wir diese sogar schon in der Multiverse-Saga etabliert? Nun, dass Johnny allein in der Leere ist, die wir eventuell als Äquivalent zur negativen Zone sehen können, könnte ein Indiz dafür sein, dass die Future Foundation in deren Welt schon geschaffen wurde. Eventuell holen sie sich den Spidey sogar aus den Freshman Years, nachdem dieser ersten Kontakt zu Dr. Strange hatte. Eine Verbindung, die für Time Runs Out sicherlich noch spannend werden kann. Wann und wo das Living Tribunal fällt, um das Material für die Schiffe zu steuern, die am Ende von Dr. Strange 3 zur Hilfe kommen müssten, bevor Steven alsdann Sorcerer Supreme selbst entführt wird und der Rest auf Battleworld gebracht wird? Das bräuchte wahrscheinlich eine Alternative, um sich irgendwie in diese drei Filme plus das Setup über Fantastic Four bringen zu lassen.
Aber das letzte Drittel von Fantastic Four, First Steps, wird wahrscheinlich und sicherlich die ersten Schritte machen, um die Future Foundation und damit Doomsday und Secret Wars ins Rollen zu bringen. Es wird schon etwas geben, was Reed dazu bringt, philanthropisch handeln zu wollen und vielleicht eine kleinere Truppe dieser Gruppierung bilden zu wollen. Eine, die sich mit Inkursionen und zerfallenen Welten durch fehlende Ankerwesen auseinandersetzt, mit Nexuswesen, den Ursachen und der Verhinderung. Spider-Man Freshman Years gäbe uns natürlich hier die Option, diese Grundlagen kostengünstig zu erzählen. Ob das allerdings klappt, wenn Marvel und Kevin Feige sagen, dass man nicht mehr alle Projekte der nun drei Divisionen gesehen haben muss, das werden wir wohl in Zukunft sehen. Die Future Foundation wird jedenfalls wichtig, um Battleworld wieder zusammenzusetzen. Das war die Zusammenfassung der Ereignisse rund um die Future Foundation mit einer sehr groben Einschätzung zu deren Einfluss auf das MCU. Sie werden sicherlich nochmal in der ein oder anderen Theorie auftauchen, also vergesst nicht zu abonnieren. Wichtig fürs Multiversum sind sie schließlich allemal. So viel können wir bereits selbst erraten. Warum sollte Kevin Feige sonst diese Cap tragen, die den entscheidenden Hinweis gab, dass ein Future Foundation Spidey noch wichtig werden würde? Und dann auch noch ausgerechnet aus einem Animationsuniversum. Diese kleine Rundreise durch die Comicgeschichte der Organisation und daraus resultierenden Theorie fürs MCU zeigen euch, da wartet noch einiges auf uns mit den Fantastic Four und Spider-Man. Zwei ordentliche Zugpferde. Aber nun schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr euch von der noch offenen stehenden Tür für die Future Foundation erhofft. Und im nächsten Spotlight geht es dann um Dr. Doom, Agatha oder Sidewinder. Schreibt mir dazu auch noch unbedingt in die Kommentare, welchen von diesen Charakteren ihr als erstes in einem Video mit Comic Backstory erklärt haben wollt. Ansonsten bleibt gesund, abonniert, kommt auf den Discord, schaut auf Twitch vorbei, schaut auf meinem anderen YouTube-Kanal vorbei, auf TikTok und natürlich Instagram, sowie auf Ko-fi. Bis zum nächsten Video.